Es ist eine Materie der Superlative. Sie steckt im härtesten Eisen der Welt, dem Damaszenerstahl. Als Superschwarz in Weltraumteleskopen entdecken wir mit ihr entfernteste Galaxien. Doch sehen können wir die Supermaterie nur unter dem Elektronenmikroskop. Es sind Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die Carbon-Nanotubes. Ihr Entdecker ist die Nano-Koryphäe Sumio Ijima. Mit seinen Kollegen Masako Yudasaka und Akira Koshio entwickelt er ein effektives Verfahren zur Herstellung der Wunderröhrchen. Plötzlich habe ich diese Kohlenstoff-Nanoröhrchen entdeckt. Das war Zufall. Es macht mich glücklich, die Kohlenstoff-Nanoröhrchen gefunden zu haben, denn es ist eine bedeutende Zukunftstechnologie. Es gibt viele Methoden, Kohlenstoff-Nanoröhrchen zu produzieren, und wir haben eine der besten entdeckt. Die Kohlenstoffröhrchen sind vielseitig einsetzbar. Zum Beispiel machen sie die leistungsstärksten Rechner noch schneller oder Autokarosserien leichter und härter. Als Beigabe zu anderen Stoffen machen sie die Mischung zum Beispiel härter oder besser leitfähig und viel, viel leichter. Kohlenstoff ist ein wahres Multitalent und Baustein des Lebens. Auf unserer Erde gibt es über 10 Millionen Kohlenstoffverbindungen. Bäume zum Beispiel atmen Kohlenstoff. Und auch wir Menschen bestehen zum Teil aus diesem Wunderelement. Doch bis Mitte der 70er Jahre gibt es kein Mikroskop, das die Struktur von Kohlenstoff zeigen kann. Hier beginnt die Erfolgsgeschichte des Entdeckers Ijima. Das Elektronenmikroskop wurde in Deutschland entwickelt, da Menschen schon immer davon träumten, die winzigen Atome sehen zu können. Vor Anfang der 70er Jahre war das nicht möglich. Ich habe dann das erste hochauflösende Elektronenmikroskop erfunden. Genauso wie sich Technik entwickelt, wurde auch die Auflösung der Mikroskope immer besser. Heute sind einzelne Atome sichtbar. Ein entscheidender Schritt in der Nanoforschung. Zuerst entdecken Wissenschaftler keine Nanoröhrchen, sondern sogenannte Fullerene, kleine kugelförmige Kohlenstoffpartikel. Kohlenstoff selbst kennen wir bis zu dieser Entdeckung nur in Form von Diamanten und Graphit. Ijima forscht an den Fullerenen weiter. Nach jahrelangem Experimentieren entdeckt der Japaner unter dem Mikroskop plötzlich winzigste Kohlenstofffäden. Die Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Die Entdeckung war Zufall und dann irgendwie auch wieder nicht. Ich habe so viel Erfahrung mit dem Mikroskop, so dass die Entdeckung fast unumgänglich war. Schnell ist klar, Ijima hat eine neue Kohlenstoffart entdeckt. Zum Vergleich: Eine Stecknadel ist 5 Millionen Mal größer als ein Kohlenstoff-Nanoröhrchen. Seine Struktur gleicht der von sechseckigen Honigwaben. Es ist diese Atomanordnung, die das Material 50 Mal härter als normalen Stahl und gleichzeitig federleicht macht. Ich war sofort neugierig, da die Kohlenstoff-Nanoröhrchen so klein und lang sind. Schon bald haben verschiedene Theoretiker und andere Leute bestätigt, dass wir etwas sehr Interessantes gefunden haben. Doch es gibt ein Problem. Ijima benötigt für die Herstellung der Nanoröhrchen eine giftige Form von Eisen. Doch wegen seiner Größe will das Forscherteam den Nanokohlenstoff künftig in der Biomedizin verwenden. Und dafür muss er ungiftig sein. Gelingt dies, könnten zum Beispiel Arzneimittel punktgenau verabreicht werden. Die Forscher müssen also ein neues, effektives Herstellungsverfahren finden. Also,
Wir haben 5 Jahre lang geforscht. Am Anfang haben wir Kohlenstoffpulver und Metall für die Versuche verwendet. Das brachte aber keinen Erfolg. Dann haben wir 2 Jahre lang mit einem Graphitstift experimentiert. Schließlich hat es geklappt. Herausgekommen sind sehr reine Kohlenstoff-Nanoröhrchen in hervorragender Qualität. Die Forscher entdecken damit ein wesentlich weniger giftiges Herstellungsverfahren. Zusammen mit Gas und einem Laser lösen sich bei 1200 Grad an der Spitze des Kohlestäbchens kleinste Kohlenstoffstränge ab. Sie sammeln sich am gekühlten Kollektor gegenüber. Diese neuartigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen lassen sich leichter von Giftrückständen befreien. 2011 patentiert das Team das Verfahren. Nun können Forscher weltweit damit beginnen, nach Verwendungsmöglichkeiten des Wunderelements in der Biomedizin zu suchen. Die weniger giftigen Kohlenstoff-Nanoröhrchen könnten zukünftig in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Sie könnten Medikamente zu Krebszellen transportieren oder auch beim Aufspüren von Tumoren helfen. Und sie könnten Krankheiten bei Bluttests schnell erkennen. Eine Erfindung, die künftig Leben retten soll. Bereits im nächsten Jahr werden der Branche Umsätze von fast 1 Milliarde Euro vorhergesagt. Die Wissenschaftler sind dank ihrer Entdeckung jetzt unter den Finalisten im Wettbewerb um den Europäischen Erfinderpreis. Es ist eine große Überraschung. Mit einer Nominierung habe ich nicht gerechnet. Das macht mich glücklich. Ich freue mich über die Nominierung, denn unsere Kohlenstoff-Nanoröhrchen sind so vielversprechend. Und ich hoffe, dass sie der Menschheit noch große Dienste erweisen werden. Ob das Team um Ejima die begehrte Trophäe bekommt, erfahren wir bei der Preisverleihung. Die findet dieses Jahr zum 10. Mal statt in Paris.